Tja, willkommen zurück zu einem neuen Part The Bureau. Und wir sind hier in unserem Büro zumindest. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir hier unsere Basis mittlerweile betreten haben. Ja, bevor wir jetzt zum Boss gehen, denke ich mir mal, wir gucken mal in das Profil von dem Herrn Da Silva, weil irgendwie hat, ich habe es im Urin, dass die beiden zumindest im Moment nicht gerade sehr gute Freunde sind. Es schien ja, Herr Da Silva, es scheint ja unser neuer Partner zu sein. Mal schauen. Name: Nicholas Alexander Da Silva. Geboren, tralala, tralala. Eltern, Ausbildung. Studium abgebrochen, Universität New York. Familienstand geschieden, Angehörige, ja. Verstorben. Nicholas zerlegt in Washington DC. Berufliche Laufbahn, das ist doch mal interessant. Eintritt bei Washington Metropolitan Police Department. Beförderung bis zum Deputy Sheriff mit hoher Belobigung für seine Außeneinsätze. Wechselte zum FBI als Rechtsanalytiker. Während seiner Einstellungsprüfung entdeckte das FBI, dass Da Silva gar keinen Juraabschluss besaß. Er hatte das Studium wegen finanziellen Problemen abgebrochen und seine Bewerbungsunterlagen gefälscht. Aha. Deputy Da Silva verlor seinen Job, was zum baldigen Ende seiner Ehe führte. Ah, das ist immer doof. Trotz allem war das FBI beeindruckt von Da Silva. Leistungen im Polizeidienst und seine Fähigkeiten im Umgang mit Menschen. Da stellten sie ihn am 14. Februar unter Vorbehalt als Agent im Außendienst ein. Er zeigt dabei außergewöhnliches Geschick und erlangte sogar etwas Ruhm durch seine heroische Verhaftung des Bankräubers K.D. Carpenter. Trotz dieser Leistung wurde Agent Da Silva wiederholt in den Status Angestellter unter Vorbehalt degradiert, immer wegen verschiedener moralischer Bedenken, die seine außendienstliche Lebensweise betrafen. Nach einer peinlichen Verhaftung in New York, bei der eine Jazzsängerin einen Polizisten angriffen. Was? Nochmal ganz langsam. In New York, bei der er und eine Jazzsängerin einen Polizisten angriffen. Ah, beschloss das FBI, ihn aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit zu nehmen. Auf Direktor Forkes Anweisung wurde Agent Nico Da Silva dem Bureau als verdeckter Ermittler zugewiesen. Okay. Gut, ganz so schlimm ist es ja nur eigentlich auch nicht. Komme ich da hin? Da blinkt was. Da will ich eigentlich hin. Gut, da komme ich nicht hin. Schauen wir doch mal in unsere eigene Akte. Wollen wir mal ein bisschen was über uns erfahren hier, ob das auch wirklich stimmt, was da drin steht. Verwitwet. Ja. Verstorben. Vater verstorben, Mutter verstorben, Ehefrau verstorben, Sohn verstorben. Ganz böse. Aber da steht bestimmt jetzt nochmal wieder was drin, wa? Berufliche Laufbahn. Verließ die Universität kurz nach dem Angriff auf Pearl Harbor. Eintritt in die Armee. War im Pazifik im Einsatz und erreichte den Rang eines Stabsfeldwebel. Aha. Ehrenvolle Erwähnung für seinen Dienst im Boomer-Feldzug. Dienst bis 1945, danach Beendigung des Studiums mit Veteranenstatus. Kurz nach dem Examen von der CIS aus als Außenagent angeworben. Seine Tapferkeit und Klugheit brachten ihm Beförderungen ein und persönliche Empfehlung von Director Hoover. Oh, und Präsident Truman. Er war Spezialist für verdeckte Ermittlungen und diente oft Wochen oder Monate am Stück in Indochina oder der UdSSR. Familiär bestimmt auch nicht gerade einfach, so lange von zu Hause weg zu sein. Während eines Undercover-Einsatzes im Laos im Jahr 59 starben bei einem Brand in seinem Haus in Arlington sein Vater, seine Frau und sein Sohn. Ah. Aufgrund der absoluten Kommunikationssperre während des Einsatzes fuhr Carter erst 1960 nach dem Ende der Mission davon. Er gibt abwechselnd sich selbst und der Agency die Schuld an der Tragödie. Dies dürfte der Hauptgrund dafür sein, dass er Alkoholprobleme hat. Ja, so interpretiere ich das jetzt mal. Nach mehreren Disziplinarmaßnahmen im Dezember 60 wurde William Carter nur noch zu Heimateinsätzen abkommandiert. Anhaltende Probleme führten zu einer weiteren Degradierung zu reinen Verwaltungsaufgaben im Juni. Anmerkung des Direktors. Myron, der Kerl ist aggressiv, temperamentvoll und verschlossen. Aber er liebt seinen Job. Ich empfehle ihn nicht, aber das Büro ist seine Abteilung. Wenn du auf ihn bestehst, empfehle ich keine langfristige Bindung. Der Mann war mal ein Held, aber jetzt demontiert er sich nur noch selbst. Er taugt zu nichts mehr. Allenfalls kann er noch als entbehrliches Kanonenfutter dienen. Alter. Danke für die offenen Worte.
In diesem Sinne, schauen wir mal. Licht aus. Wir sind im Krieg. Einem anderen als erwartet. Room Range, 21 Uhr. Überlebende, 6. In nur wenigen Minuten gelang es dem Feind, die strategische Kommandozentrale zu zerstören. Um 21:30 war das strategische Kommando ausgelöscht. Unsere gesamten Streitkräfte sind besiegt. Der Funk ist tot. Das rote Telefon wird nicht klingeln. Und darum übernehme ab sofort ich, Myron Falk, das Kommando über unsere verbliebene Landesverteidigung. Das Bureau hat den Auftrag, den Widerstand für den Fall einer erfolgreichen sowjetischen Invasion zu koordinieren. Der Auftrag bleibt der gleiche. Nur der Feind ist ein anderer. Wir haben es mit einem Gegner aus dem All zu tun. Seine Identität ist noch unbekannt. Aber eines ist klar, dieser Feind hat uns dezimiert. Seine Technologie ist der unseren um Jahrzehnte voraus. Wir müssen sie uns zu eigen machen. Seine Waffen werden zu unseren Waffen. Und dann werden wir ihn vernichten. Ich gebe neue Befehle. Überleben, anpassen, siegen. Willkommen bei XCOM. Danke, Direktor. Nein! Nein, nein, ich kann Ihnen helfen! Lasst mich zu Ihnen! Will! Carter! Hey, Will! Aufwachen! Was? Großer Gott, Carter, wieso sehen Sie nach dem Schlafen noch schlechter aus als vorher? Alles okay. War nur ein Traum. Ja? Muss toll gewesen sein. Schlaf ist sowieso Zeitverschwendung. Ja. Und ich fürchte, die Welt der Wachen ist auch nicht besser als der Traum, den Sie eben hatten. Ja. Mag sein. Wie meinen Sie das? Schon gut. Nichts. Gibt es einen Grund, dass Sie mich wecken? Ja, allerdings. Falk sucht Sie. Sie sollen zu ihm kommen. Sofort. Hat der Alte gesagt, was er von mir will? Anscheinend kennen Sie ihn noch nicht so gut. Der Direktor sagt grundsätzlich jedem nur, was er seiner Meinung nach unbedingt wissen muss. Tja, kann mir wohl keiner vorwerfen, dass ich kurz gepennt habe. Schließlich ist das hier anscheinend Büro und Schlafquartier. Ja, da lässt ein Notfallplan hier und da wohl noch zu wünschen übrig. Ach ja, so wie damals im Wohnheim an der Uni, was? Ja. Nur, dass ich in Mrs. Hawthorns Pension in Terre Haute gewohnt habe. Hatte mein eigenes Bad und alles. Ah, nobel der Herr. Was ist mit dem Radio? Was für ein Radio? Hatten Sie was über das Radio da gesagt? Oh ja, das billige Ding spielt normal den ganzen Tag Aufzugmusik. Aber neuerdings kommt immer so ein komisches Signal. Keine Ahnung, was damit los ist. Haben wir wirklich nichts Wichtigeres zu tun? Doch, darum habe ich Sie auch damit in Ruhe gelassen. Aber wenn jemand von außen durch dieses Störsignal senden kann, naja, dann könnte das wichtig sein. Wer könnte mehr darüber wissen? Reden Sie mit Operator Trotsky. Sie ist Informationsoffizier für das Bureau. Überwacht den Funkverkehr, arrangiert Kontakte, regelt, was die Öffentlichkeit hört. Das alles. Okay. Ich sehe mal nach, was der Alte will. Bis später, Will. Ja, dann prüfen wir mal das Radio. 2. Nachricht wird wiederholt. 2, 5. Das notiere ich mir mal und bespreche es mit einem Funker. Das okay. Sollten Sie mal Officer Chalsky gegenüber vorspielen. 9, könnte wichtig 2, sein. 2. Nachricht wird wiederholt. 2, 5. 0. November. 8, 9, 2. Okay, ich habe es mir auch mal notiert.
Wenn die das schon sagen. Ach, hier steht's ja auch nochmal. Alles klar. Gut. Dann schauen wir mal. Hier ist doch die gute Tante schon. Aber die machen es mir aber einfach. Sind Sie die Funkerin? Etwas mehr als das, Agent Carter. Ich bin der leitende Informationsoffizier des Büros. Informationsoffizier? Was ist denn das? Ich beaufsichtige den Funkverkehr, leite aber auch die Öffentlichkeitsarbeit, damit wir unauffällig bleiben. Und im Moment verhindere ich, dass die Öffentlichkeit das Ausmaß der Gefahr mitkriegt. Randalierende Zivilisten sind in der Tat das Letzte, was wir jetzt brauchen. Richtig. Sie und Ihre Agents parieren die Angriffe. Meine Funker sorgen für Ruhe in der Bevölkerung. Und wenn wir den Feind nicht besiegen können? Dann sind zivile Unruhen noch unser kleinstes Problem, oder? Stimmt. Im Radio sind seltsame Signale zu hören. Wissen Sie, was die bedeuten? Hab's gehört, ja. Wahrscheinlich eine automatische Wetterstation. Oder auch Anweisungen, wie man ein schwächeres Signal empfängt. Ein cleverer Funker kann so die Störungen reduzieren. Vielleicht Überlebende. Wir könnten sie herholen. Wir sollten das prüfen. Operator Hughes bedient den Funk und Sie geben uns die Daten durch. Legen Sie erst die Reichweite auf. Ach, du ahnst es nicht. 250. Reichweite auf 250. Und die Richtung? November? Richtung auf Nord. Die Frequenz? 892 Megahertz. Teste Ultrakurzwelle. Nichts. Moment, was ist das? Überlebende. Und sie versuchen, andere vor dem Angriff zu warnen. Antworten Sie ihnen, dass sie nicht allein sind. Wir werden alles tun, um ihnen zu helfen. Wir schicken ihnen Hilfe, aber wir müssen dafür sorgen, dass sie sofort aufhören zu senden. Diese Information darf sich nicht rumsprechen. Hauptsache, sie werden gerettet. Okay. Schon ein bisschen merkwürdig, dass sie sofort geantwortet hat. Da hätte man ein bisschen was tun können, finde ich so, wa? Aber nun gut. Ist ja auch schon ein bisschen älter, das Spiel. Notiz! Abgefangener Funkspruch aus Fort Detrick, Maryland. Sir, der Feind überrennt unsere... Unverständlich. Hohe Verluste, wir haben Probleme, einen Gegenangriff zu... Hust. Unverständlich. Der Feind hat sich eingeschlichen und setzt unseren Vorrat an. Ja. Hatten keine Chance, die Besatzung wird evakuiert nach... Okay. Gut. Wir gehen zum Direktor. Wir gehen zum Direktor. Der ist da oben. Sieht schon cool aus. Mal gucken, was er hat. Bestimmt unsere erste Mission. Sie waren noch dabei. Sie haben selbst gesehen, wozu er fähig ist. Ja, ja, aber seine Akte vermittelt ein anderes Bild. Sollte ich hier hinten stehen bleiben und die belauschen? Hier ist auf jeden Fall was. Hören wir uns mal an. Okay. Agents, fangen wir an. Gehen wir mal wieder im Trüben fischen, Direktor? Diesmal nicht. Ich habe eine Spezialistin hinzugezogen, die das Blatt wenden wird. Ich darf Ihnen Ihre neue Vorgesetzte vorstellen. Miss Angela Weaver. Agent Weaver, fangen Sie an. Guten Abend allerseits. Wir haben Grund zu der Annahme, dass unser Ziel... Soll das ein Witz sein? Ich versichere Ihnen, ich mache keine Witze über mögliche Unterwand. Kommen Sie schon, Miss. Setzen Sie sich wieder an den Empfang und überlassen Sie uns die Arbeit, ja? Agent Percy, hüten Sie Ihre Zunge. Direktor, wie viele Fälle von Unterwanderung durch Outsider haben Ihre Agenten bis jetzt aufgedeckt? Keinen einzigen. Und wie viele habe ich durch eigene Ermittlungen aufgedeckt? Zwei verifizierte Fälle, einer noch unklar. Danke, Direktor. Wenn ich also fortfahren dürfte... Hören Sie zu, Agent Percy. Vielleicht lernen Sie dann, wie Ihr Job geht. Ja, Sir. Also, wir müssen davon ausgehen, dass sich ein feindlicher Agent in die militärische Kommandozentrale eingeschleust hat. Okay. Schön, dass man alles, was man hier so findet, mal anhören tut. Bisher ist mir hoffentlich nichts irgendwie durch die Lappen gegangen. Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Direktor gehen oder zum Boss gehen, weiß ich mal nicht, wie ich ihn ansprechen soll. Ich sag einfach mal Boss. Machen wir hier eine kleine Pause und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder.
Bis dahin, mach's gut, tschüss.